Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Wir kriegen jetzt bald den Gel, den Gel. Ja, den Gel. Vielleicht sollte ich auch mal dahin. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Aha. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Aha. Gut zu wissen. Und es geht noch höher. Nein. Für Leute mit Höhenangst ist das gar nicht gut. Für mich aber ist ein wenig oft genug. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage Woche. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, lass dich mich auch mal raus. You are here. Und wo will ich hin? Ja. Kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Oh nein! Hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Was du nicht sagst. Aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Ich wollte gerade mit dem Portal rüber machen, aber jetzt weiß ich gar nicht, ob das so richtig sein soll. Bounce. Entschuldigung. Was passiert denn da? Hä? What? Ach so, ja. Stimmt. Würfel gibt's hier auch noch. Geronimo, das ist zu leicht. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ja klar. Ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Immer das tun, was du nicht machen sollst. Wie so ein trotziges Kind. Oh, ich wollte nicht runter. Lass mich doch erstmal hier umgucken. What's this? Ist kein Bild mehr von ihm? Irgendwann kommt eins, das weiß ich. Also hier haben wir Orange für den Fall der Fälle. Jetzt gehen wir hier runter. Wenn ich den treffe. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. No comment. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne schon bald schon auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Ihr wollt mir meine Portale klauen. Ich sehe es schon. What the fuck ist das? Scheiße. Okay, damit geht das auf und weiter. Ich brauche einen Würfel. Wo kriege ich diesen Würfel her? Ist egal. Geronimo!
Ich brauche wieder einen Würfel. Mhm. Toll. Ja, genau das soll... Wie in Koop. So, 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 so. So hat sie gesagt. Ne? Ja. Fast hätte ich das Loch nicht gesehen. Gehst du jetzt kaputt? Nein. Gut. Kann ich da so drauf? Ja. Trick 17 mit Selbstüberlistung. So. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Ach, was du nicht sagst. Dafür gibt's doch diese Gates hier, oder? Bill, bist du das? Du siehst aber verändert aus. Entschuldigung, das kam jetzt gerade spontan. Sehr spontan. Das war schlecht. Ich weiß, ich schäme mich. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Ach, das gehört dann nicht zum Test. Das schmeckt dir dann spätestens bei meinem Herzstillstand. Schmeckt vor allem. Eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Nein. Nein, habe ich nicht. Okay, das war das. Wie war denn das? Ich teste gerade nur aus. Ich weiß, dass ich das hier ziemlich blöd fand. Ziemlich blöd. Kann ich da hinschießen? Jo. Da ist mein Portal. Ich suchte es gerade. Ja, und nu? Was soll mir das sagen? Kann ich dorthin schießen? Oh, jo! Ah, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Ja. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen lassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Erbsen sind teuer. Da darf das gar nicht hin. Fuck. Wait! Wait! Danke. Orange darf ich nicht wegmachen. Ach, das war das hier. Konnte ich da? Nein. Aber da. Ich bin auch doof. Ja.
Das war wieder so ein unmöglicher Sprung für mich, das weiß ich wieder. Kann ich denn noch ein Stückchen höher? Macht nicht viel Unterschied. Gut. Kann ich eigentlich? Fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Ich weiß ungefähr, wie sowas aussehen könnte, doch. Das löst bei mir keine Angst aus. Sorry, ich finde das eher interessant. Bitte, seien Sie immer durch. Entschuldigung, ich hatte heute einen langen Arbeitstag. Lass mich raus! Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Mickrig. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Bis dahin ist es leider zu spät. Mach mal das Wasser aus. Nein. Das wollte ich. Nicht angehen, nicht angehen, nicht angehen. Jetzt darfst du wieder angehen. Dankeschön. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wohin Wenn gehen wir? Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Quatsch, andersrum. Toll. Was soll ich hier jetzt? Ich schätze ja, ich soll die Schräge benutzen, aber ich weiß nicht, wohin die führt. Okay. Ja. Wir testen es einfach. Geronimo! Ah! Moment! Nein! Ja, Moment. Mama, das nat. Danke sehr. Boing, voll eins aufs Maul. Ich bin zu schnell. Ne, dann bin ich ja wieder unten. Das wollen wir nicht. So, orientieren. Wo muss ich denn hin? Ach, das war das, wo ich immer nicht weiß, wo man hin soll. Scheiße. War das da oben vielleicht, eventuell?
Ja. Orange. Hoffen wir mal. Ich hätte da gar nicht. Ich bin so doof. Ich hätte da gar nicht hinschießen müssen. Ich hätte einfach reinspringen müssen. Ja, hinterher ist man im. Andersrum. Immer klüger. Möglichst hoch. Nein! Ich bin sogar viel, 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 viel schneller, als ich zugesehen habe. Das war wieder so ein Test, wo wir Stunden gebraucht haben. Halt den Mund. Boing. Na komm. Genau, mach das Glas kaputt. Na komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Wo bist du? Komm her. Einmal reinigen. Komm mit mir unter die Dusche. Es ist angenehm warm. Entschuldigung. Nein, du sollst auch da bleiben. Und was war das? Warte, wenn wir das nochmal runternehmen. Ah, Fahrstuhl. Okay. Blau. So. Scheiße. Ne, ich muss den Würfel treffen. Dankeschön. Es ist so leicht. Scheiße. Schon wegen den Substanzen, die ihr benutzt, Junge. Bist du da wirklich sicher? Tschüss. Nimmst du mich mit als blinden Passagier bis ans Ende der Welt? Oder darfst du mich gerne irgendwann irgendwo aussetzen? Ich werde meinen Weg zwar nie wieder zurückfinden, aber das ist überhaupt nicht tragisch.